Wir von der Karl Theodor Liebe Buchhandlung, wir sind wieder da. Wie Sie sehen, waren wir etwas weiter weg, aber von da haben wir etwas Schönes mitgebracht, nämlich ein Buch. Der Miesepups auf dem Mond. Der Miesepups, das ist ja ein sehr depressiver Name. Ja. Aber was soll's, Depressionen gehören zum Leben dazu. Man ist manchmal traurig, das ist aber nicht so lange. Ja, Depressionen sollten nur kurz halten, ja, und dann sind wir ja wieder glücklich. Leidvolle Erfahrungen wie Streit oder so, das gehört ja nun mal zum Leben dazu, denn wenn wir nicht leiden würden, dann würden wir schon gar nicht mehr wissen, was eigentlich Glück bedeutet, ja, und meiste Zeit sind wir glücklich, aber um zu wissen, was Glück ist, brauchen wir Leid. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber so ist es. Dieses wunderbare Buch möchte Ihnen die Liebe Buchhandlung ans Herz legen für alle und besonders für Kinder. Dieses Buch hat neben seiner wunderbaren Geschichte natürlich auch wunderbare Bilder. Diese Bilder sind ja mehr dazu gedacht, die Fantasie, das eigene Denken, die eigene Imagination für eigene Bilder zur Geschichte anzuregen. Sie nimmt also, diese Bilder nehmen nichts vorweg. Das ist gut. Und wenn wir so mal reinschauen, dann liest sich das wie folgt. Eines Tages flog das Kuckucks durch das Weltall und suchte den Miesepups. So ein Tag ist das also, dachte das Kuckucks. Wer hätte das heute Morgen gedacht? Also ich nicht, dachte es. Aber so schnell kann das gehen. Morgens weiß man es noch nicht und nachmittags ist man im Weltall. Aber jetzt erstmal stopp, stopp. Wer und was? Ein Kuckucks? Ein Miesepups? Hä? Der Miesepups war ein Freund vom Kuckucks. Und das Kuckucks ein Freund vom Miesepups. Der Miesepups war ein etwas krummliger Gesell, der sich aus Versehen mit dem Kuckucks angefreundet hatte, das nie krummlig war. Es war das flauschigste, süßeste, muffelpuffigste Tierchen im ganzen Mooswald. Und alle hatten es gern. Das konnte man nun über den Miesepups nicht sagen. Alle fanden ihn lustig, aber gern hatten sie ihn nicht. Und jetzt flog das Kuckucks also durchs Weltall und suchte den Miesepups. Es sang dabei ein Liedchen, und zwar dieses. Das Kuckucks fliegt durch das All, das Kuckucks fliegt durch das All, das Kuckucks fliegt durch das Weltenall, die Erde ist ein Plastikball, das Kuckucks fliegt durch das All. Hui, ein Stern, hui, ein Stern, hui, ein Komet, sch, und hui, zwei Sterne. Aber wie war es überhaupt hingekommen? Da fangen wir doch mal von vorne an. Ist ja auch viel besser, wenn eine Geschichte von vorne anfängt. Guten Morgen Tag, sagte das Kuckucks an diesem Tag, als es ganz früh morgens war. Das Kuckucks war so eins von diesen Tieren, die ständig herumhopsen, kugeln, hoppeln, krabbeln und kullern. Wenn es allerdings aufwachte, hops, kugel, hoppel, krabbel, kullerte es noch nicht herum. Als es noch ganz klein war, da hat die Kuckucks Mutter immer allen Körperteilen vom Kind Kuckucks Guten Morgen gesagt. Guten Morgen Nase, Guten Morgen Augen, Guten Morgen Ohren, Guten Morgen Kinn, Guten Morgen Hals. Und dabei tippte die Kuckucks Mama auf die Nase vom Kuckucks Kind, zeigte auf die Äuglein, berührte kurz die Öhrchen, kitzelte kurz das Kinn und den Hals. Guten Morgen Bauch, guten Morgen Popo, jeden Morgen. Und weil das Kuckucks das so sehr mochte damals, begrüßt es bis heute die Körperteile alle einzeln. Guten Morgen, Pobacke links, guten Morgen, Nasenhaare, yippie. So begann das Kuckucks gut gelaunt seinen Tag. Und weil es so gut gelaunt war, dass es fast Angst hatte, zu viel gute Laune zu haben, wollte es schnell zum Miesepups. Denn der war ganz fantastisch darin, schlechte Laune zu haben. Das Kuckucks hopste also durch den Wald, hopp, 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 und es kugelte ein kleines Stück den Hügel herunter, jui, jui,
dann hoppelte es über die Lichtung, krabbelte unter dem Strauch durch und kullerte den Rest bis vor die Tür vom Miesepups. Kuller, 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 und weil es so irre Schwung in Schwung gekommen war, klopfte es mit dem ganzen Körper an die Höhlentür, weil es einfach dagegen bumste. Bums. Oh, wer ist denn da? Kam es von drin. Hurra, dachte das Kucks. Er hat schlechte Laune und genug für zwei. Da kann er mir welche abgeben. Dann ergibt das mit meiner guten Laune ungefähr normale Laune, denn alle mochten am liebsten Lebewesen mit normaler Laune. Das ist so eine Theorie. So läuft die Begegnung an diesem Tag zwischen dem Miesepups und dem Kucks. Ja, wie diese Geschichte von diesen zwei gut gelaunten und nicht gut gelaunten Gesellen weitergeht, das steht in diesem Buch. Außerdem geht es um fantastische Entdeckungen auf dem Mond. Und das lohnt sich ja immer. Also, dieses Buch ist sehr empfehlenswert und ist in der Karl-Theodor-Liebe-Buchhandlung zur Neustadt-Orla käuflich erhältlich. Neben noch vielen ganz anderen tollen Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bestellen Sie deshalb Ihre Bücher möglichst online über die Homepage oder übers Telefon, über die Internetseite. Die Bücher können Sie dort in der Karl-Theodor-Liebe-Buchhandlung zu den Öffnungszeiten natürlich abholen, außerhalb des Ladens, so wie das zurzeit üblich ist. Und abonnieren Sie natürlich auch diesen Kanal, damit Sie keine neue Buchvorstellung mehr verpassen. Also dann, bis zum nächsten Mal.